Das konnte ich ihm gut nachempfinden. Ich schickte ihn nach Hause und riet ihm, niemanden in seine Wohnung zu lassen. Dann ging ich zurück in mein Büro. Ein Kerl, der wie die Taschenbuchausgabe von Mike Hammer aussah, erwartete mich schon. Nicht schlecht, Kollege. Sie sind mittlerweile ganz schön berühmt. Auf alle Fälle berühmter als Sie. Hammer. Hammer ist mein Name. Dachte ich mir's doch. Uns verbindet nicht nur der Beruf, sondern auch eine gewisse Dame. Tut mir leid, ich verbinde mich weder mit Damen und schon gar nicht mit Hämmern. Und erst recht nicht, wenn Sie einen solchen Gummikopf haben wie Sie. Geile Sprüche, Mann. Aber hören Sie sich erst mal an, was ich Ihnen zu bieten habe. Leute wie Sie haben immer etwas zu bieten. Das ist ehrlich gesagt unerträglich. Frau Norton hat mich beauftragt, hinter Ihrem Mann herzuschnüffeln. Klingt verlockend. Und weshalb offenbaren Sie mir das alles? Ich mag die Nortons nicht. Interessiert es Sie nicht, was ich herausgefunden habe, Maloney? Wie viel? 500. Die Zeiten werden härter. Okay. Aber wenn die Informationen nichts taugen, schmelze ich Sie eigenhändig ein, Hammer. Peter Norton trifft sich regelmäßig mit einer jungen Frau. Sie ist Studentin für Ägyptologie, sieht toll aus und hat eine Vorliebe für teuren Schmuck. Klingt interessant. Und wie heißt die Dame? Wo bleiben die 500, Maloney?